Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Sonic Colors. Im letzten Part haben wir gemerkt, wie gemein diese Welt hier sein kann. Nichtsdestotrotz machen wir weiter mit Akt 4. Mal schauen, ob es diesmal ein bisschen besser klappt. Ah ja, diese Stage. Ich erinnere mich. Da musste man sidesteppen. Man kann sich hier sidesteppen, bis man dumm und dämlich wird. Es wird nichts passieren. Es sei denn, man aktiviert einen geheimen Schalter, der das Ziel erscheinen lässt. Ich habe aber vergessen, wo er ist. Aber ich meine, der war hier außen. Und da ist das Ziel. Beim ersten Mal habe ich mich so rumgequält mit dieser Stage. We'll get him out. Sonic, I haven't seen Yakker for a while. You'll have to excuse me, buddy. I have a generator to shut down. Um nochmal auf die Stage von gerade zurückzukommen. Wie gesagt, ich bin da am ersten Mal, glaube ich, 5 Minuten im Kreis gerannt und wusste nicht, was ich machen sollte. Es ist ein Schalter am Boden. Den kann man aber ganz leicht mal übersehen. Und der lässt eben das Ziel erscheinen. Yay, freier Fall. Was war das? Ich sehe schon wieder diese Klötze. Die mag ich nicht. Okay, die finde ich eigentlich ganz okay. Schranken. Oh, wir können es wieder durchfressen. Sehr gut. So, dann haben wir den Laser. Perfekt. Kann es sein, dass sich diese Blöcke aber nicht bewegen? Ah, hier ist der Schalter. Wollte gerade schon sagen. Wie komme ich da durch? Schieß nochmal. Danke. App. Okay. Ich mag dieses Wisp. Finde ich total toll. Oh! Hallo Ziel! Was machst du denn hier? Sehr gut. Das klappt ja wie am Schnürchen gerade. Ich bin überrascht. Also nachdem die ersten 3 Stages so hammerhart waren, waren die jetzt richtig easy. Und vor allen Dingen extrem kurz. Mal schauen, was Akt 6 zu bieten hat. Ich sehe Achterbahnen. Ich sehe ganz, ganz viele Schienen. Das ist schon verdächtig. Ich glaube, ich erinnere mich. Okay, das war schon mal nicht schlecht. Das war auch okay.
Bin ich jetzt wieder am Anfang oder sieht das nur so aus? Ich mag Achterbahnen. Nein, die in den Abgrund fahren nicht. Verdammt, warum bin ich gesprungen? Ich habe nur die Ringe gesehen und dachte mir so, okay, lass uns springen. Oh, die Stage ist böse. Vor allem ist sie lang, bis der erste Checkpoint kommt. Warum? What the fuck? Warum bist du aus der Achterbahn rausgesprungen, Sonic? Fandest du die Aussicht so schön? Lachtest du dir so, hey, ich spring einfach mal in den Abgrund. Das verstehe ich nicht. Ich drück doch nur A. Okay, wir lassen das einfach mal unkommentiert so stehen. Na gut, ich habe, glaube ich, nebenbei noch zur Seite, nach vorne gedrückt. Ui. Jetzt bin ich nicht durch den Ring gesprungen. Ist das schlimm? Ah! Ja, das ist schlimm. Okay. Hätte man mir auch etwas freundlicher vermitteln können. Wow. Diese Stage ist nicht nett zu mir. Das mit den Ringen einsammeln klappt ja schon mal wunderbar. Bei allem anderen müssen wir nochmal üben. Ja, Ich glaube, nachdem die letzten beiden Stages so total freundlich zu mir waren, habe ich mit dieser Stage hier doch so das ein oder andere Problem. Aber hey, ich hatte mir für diesen Part vorgenommen, du machst die nächsten drei Stages. Den Boss wollte ich heute eigentlich noch nicht machen. Und hatte schon gedacht, okay, nachdem die so kurz waren, die davor, habe ich schon gedacht, okay, es ist irgendwie doof. Aber, okay, diese Stage hier zieht sich, glaube ich, ein bisschen in die Länge. Ich weiß auch nicht, wenn ich nur A drücke, ist Sonic nicht zufrieden. Und wenn ich A und den Nunchuck betätige, dann ist Sonic auch nicht glücklich. Beim ersten Durchlauf hat das doch so gut geklappt. Warum jetzt nicht mehr? Aber das ist oft so. Das klappt auf Anhieb eigentlich recht gut und dann irgendwie nicht mehr. Schon wieder. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, warum ich diesen Sprung nicht hinbekomme. Ich verstehe es irgendwie nicht. Ich weiß, es ist wahrscheinlich unglaublich interessant, immer dieses Stückchen hier zu sehen. Aber hey, wir fahren doch alle gerne Achterbahn, oder nicht? Und ich bin schon viel zu lange nicht mehr gefahren. Also muss ich das jetzt hier nachholen. Scheinbar. Au, ich bin da reingekommen. Bis hierhin bin ich letztes Mal auch gekommen und dann bin ich panisch abgesprungen. So, das war weiter da vorne. Oh Gott, das war ja schon viel zu knapp. Und jetzt habe ich den Sprung nicht geschafft. Wow. Es ist egal, wir starten sowieso immer wieder von ganz vorne. Von daher gesehen ist mir das Game Over jetzt relativ schnuppe. Aber ich lasse es nicht auf mir sitzen, dass ich einfach nicht ankomme. Vor allem die Stage geht ja auch noch weiter. Die besteht ja nicht nur aus diesem Achterbahnstückchen hier. Ich weiß auch gar nicht, warum die hier überhaupt Ringe positioniert haben. Sie retten mich sowieso nicht, wenn ich runterfalle. Ich meine, ich finde diese Idee ja wirklich... Wirklich gut mit den Achterbahnen. Das sind so quasi die Loren-Level, die man sonst so hat. Und Loren-Level sind schon immer nervig gewesen. Und diese Achterbahn-Level sind es auch. Ich krieg das irgendwie mit dem Timing nicht so hin, das ist das Problem. Aber mein Timing war noch nie gut. Okay, ich würde sagen, ich schneide hier einfach mal ganz kurz.
Was war das denn? Wieso habe ich da die Ringe getroffen? Mach ich doch sonst nicht. Das war eigentlich eine relativ gute Abkürzung sogar. Ernsthaft? Checkpoint? Nein, ich muss noch da durch. Aber hey, Fortschritt, wir sind die Achterbahnen los. Checkpoint, danke. Auch wenn ich nur noch 2 Leben habe, aber hey. Zumindest ein Checkpoint. Und ich werde liebevoll von Stacheln empfangen. Unterwasserlevel? Hier? Zack. Autsch! Oh, ich habe ihn nicht gesehen. Zack. Es ist interessant mit dem Wasser hier drin. Es ist so eine total zusammengewürfelte Stage, oder? Zack. Die Stampfattacke ist hier wirklich von Vorteil. Ah, okay. Frenzy unter Wasser. Sehr gut. Geht das nicht? Na gut, dann gehen wir hier eben so durch. Soll mir auch recht sein. Nein. Aber ich möchte hier schon wieder raus, wenn es geht. Wie? Ah, hier komme ich wieder raus. Ich hatte gerade schon für einen kleinen Moment etwas Panik. Oh Gott. Ich werde beschossen. Weil ich möchte hier auch eigentlich gerne... Was? Durchkommen. Wollte ich sagen. Wäre jetzt etwas blöd, wenn ich sterben würde. Und ich alles nochmal machen müsste. Oh ja, richtig. Hier musste ich aufpassen, dass ich nicht... rechts und links runterfalle. Oh Gott. So. Ringe, Ringe, Ringe. Ein roter Ring. Den brauche ich nicht. Ich brauche das Ziel. So, wir haben den Boost gekriegt. Ach so, ja, richtig. Ich erinnere mich durchaus an diese Stelle hier. Wir mussten dieses Ding in der Mitte treffen. Dann öffnete sich, glaube ich, hier unten dann die Tür. Wenn wir es dann treffen. Nein, wieso treffe ich nicht? Ich will jetzt nicht sterben. Noch einmal. Zack. Dankeschön. Puff. Und hier durch. Könnte sogar ein Endboss sein. Ein kleiner. Oh, das Ziel. Ich sehe das Ziel. Dankeschön. Persönliche Bestleistung. Das waren die schlimmsten 5 Minuten meines Lebens. Oh, okay. Den Endboss mache ich jetzt aber nicht. Den mache ich im nächsten Part. Aber da wir jetzt auch ein klein bisschen Zeit haben, könnte ich mal was zeigen. Was ist das hier eigentlich? Das weiß ich selbst nicht. Ah, Japanisch, genau. Okay. Was auch einige sehen wollten, das ist nämlich dieses Raumschiff hier oben. Der Sonic Simulator. Da kann man nämlich so ein paar simulierte Level machen. Im Gameland. Ist eigentlich relativ unspektakulär, aber ich kann es euch trotzdem mal zeigen.
Ich meine, wir können sogar die Geschwindigkeit bestimmen von Sonic. Der kann hier auch ganz gechillt durchlaufen. Es sind einfach so ein paar zusammengewürfelte Level. Eigentlich nichts Besonderes. Aber nichtsdestotrotz kann man die ja mal zeigen. Vor allem, wenn ich jetzt ein bisschen Zeit habe, dann könnt ihr ja mal einen Blick da reinwerfen. Hui! Diese Bälle sind übrigens lustig, die machen Gegner K.O. Wir sollten uns nur nicht davon selbst treffen lassen. Zack, und hier ist das Ziel. Dauert immer einen Moment. Das sind so diese simulierten Level. Ich finde die ganz okay, also kann man ruhig machen. Ich habe bislang immer nur das erste und das zweite gespielt. Wir nehmen mal das letzte. Das muss ja dann besonders schwierig sein eigentlich. Gucken wir mal. Was ist das denn? Hilfe. Das habe ich übrigens noch nie gespielt. Deswegen, das ist für mich gerade auch blind. Was ist das denn? What the fuck? Was ist das? Will ich das überhaupt wissen, was das ist? Das ist ein riesiger Eggman-Kopf mit Herzchen. Das ist strange. Ich will hier nicht sein. Und dieser Ball ist auch irgendwie komisch. Das sind irgendwie auch so Inhalte, die es im Spiel... Was? Nicht gibt. Das hat mich jetzt getötet. Hui! Ach so, war die Kombo wahrscheinlich gedacht. Ich fasse das Ding nicht mehr an, das ist komisch. Ach so, ich wollte da eigentlich hoch, aber okay. Das sind Spieleautomaten. Diese Welt ist komisch. Aber das muss man auch mal gesehen haben. Ich will da hoch. Hallo? Lass mich da hoch, danke. Ah! Nein. Ich wollte da hoch. Denn hier ist ein Checkpoint. Okay. Das war dumm. Achso, die fährt mich hoch. Das ist ja sogar nett gewesen. Ich hatte jetzt irgendwie Angst, dass die in den Abgrund fährt oder so. Hep, hep. Ist ganz schön lang, das Level. Also für so ein simuliertes Level irgendwie schon. Wo fahren wir hin? Muss ich da jetzt drauf springen oder fahren wir immer weiter? Das ist eine gute Frage. Ich finde diese Welt total komisch. Allein der Hintergrund macht mich voll fertig. Nein, nicht wieder Eggman. Aber hier ist das Ziel. Hier ist das Ziel. Obwohl er mich noch getötet hat. Ich bin im Ziel gelandet. Das sind auf jeden Fall diese simulierten Level, die ich total strange finde. Kann man nicht anders sagen, die sind merkwürdig. So, im nächsten Part werden wir uns dem Boss der letzten Welt stellen und damit diesen Traktorstrahl, hieß er glaube ich, beseitigen und dieses Schloss hier öffnen. Dahinter warten dann nochmal, ich glaube, zwei Stages auf uns und der Endboss. Das heißt, wir werden im nächsten Part wahrscheinlich den Boss machen und vielleicht die erste Stage hiervon, vielleicht auch die zweite und dann noch den Boss, würde ich sagen. Ja, denke ich mal, ist eigentlich ganz gut. Und ja, ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Sonic Colors und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin!
Ciao, Leute.